schön, bist du wieder da. Wenn es um Meditation geht, höre ich normalerweise Kommentare wie «Oh nein, ich kann nicht meditieren», «Ah, meine Gedanken sind so wirr», «Nein, das ist furchtbar, das kann ich nicht machen», Punkt. Aber ich werde dir in dem heutigen Video zeigen und erklären, wie du Meditation kannst in deinen Alltag einbauen und das eigentlich gar nicht so schwierig ist, wie wir alle denken. Für das, es gibt eine Übung, die heisst Gehmeditation. Das bedeutet, dass du eigentlich im Laufen, wenn du durch die Stadt durchläufst, wenn du unterwegs bist, kannst eine kleine Meditation daraus machen. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie die Meditation aussehen kann. Und zwar, ich fange jeweils bei meinen Füßen an. Wenn ich laufe, versuche ich richtig zu spüren, wie der Fuß den Boden berührt, wie der Fersen den Boden berührt, wie der Fußball den Boden berührt und die Zehen den Boden berührt. Und versuche wirklich wahrzunehmen, wie schnell ich laufe, wie sich aber auch der Fuß bewegt, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem rechten und dem linken Fuß. Und tu mich in dem Moment recht erden und bin sehr fest bei mir. Und zum Teil habe ich gerade ein bisschen Mühe zum Laufen, weil so bewusst läuft man eigentlich selten. Aber es ist eine super Übung, vor allem wenn du mal merkst, oh, ich habe mega viele Gedanken im Kopf und ich brauche so ein bisschen etwas, das mich wieder ein bisschen auf den Boden holt. Achte dich beim Laufen auf deine Füße. Ein anderer Tipp, den ich dir geben kann für so eine Gehmeditation, ist, dass wenn du am Laufen bist, dass du wirklich versuchst, voll präsent zu sein mit dem Laufen. Das heisst, ja, du achtest dich auf deine Füße, aber dann versuchst du, all deine Sinne zu öffnen und tust dich wirklich anfangen zu achten, was deine Augen sehen. Also das heisst, du schaust wieder mal nicht aufs Handy, sondern wirklich rundherum. Du schaust auf die Menschen um dich herum, auf die Gebäude um dich herum. Du nimmst wirklich dein Umfeld mit deinen Augen wahr. Du kannst aber auch einen anderen Sinneskanal brauchen, zum Beispiel die Ohren. Und wenn du läufst, dich wirklich auf alle Geräusche anfangen zu achten. Auf die Geräusche, die nahe sind, auf die Geräusche, die weiter weg sind, auf die ganz, ganz, ganz leisigen Geräusche und auf die ganz lauten Geräusche. Vielleicht aber auch eher auf die Stadtgeräusche oder vielleicht auch auf die Geräusche aus der Natur. Und dich so wirklich versuchen, dort das Gehören, durch deinen Hörkanal mit deiner Umwelt können verbinden und so im Moment finden. Eine andere Variante ist, dass du wirklich zum Beispiel Sonnenlicht wahrnimmst, vielleicht auf deinem Gesicht, wenn Sonnenstrahlen dein Gesicht berühren oder wenn es einen feinen Wind hat, nimm den wahr. Vielleicht ist es aber auch fein am Tröpfeln, dann spür richtig die Regentropfen auf deinem Kopf oder auf deinen Backen, auf deiner Nasenspitze. Und auch so wieder schaff dir einen Moment, während du am Laufen bist und unterwegs bist, wo du einfach präsent bist und wahrnimmst, was um dich herum passiert. Viel Spass beim Ausprobieren. Heute vielleicht sogar, wenn du rausgehst und umeinander läufst, probier gerade mal eine von diesen Meditationsarten aus und schau mal, wie das so für dich funktioniert.